Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich Peter Böhringer von unverschämten Fragen nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Im Folgenden das Interview, danach ein paar Worte dazu. Peter Böhringer, Spitzenkandidat der AfD für die Bundestagswahl. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Tag, Frau Lewinsky. Das Thema Deutschland soll aus der EU austreten. Sie sind ja recht stolz drauf. Das haben Sie ins Wahlprogramm bekommen auf dem Parteitag in Dresden gegen den ausdrücklichen Rat Ihres Parteichefs Jörg Meuthen. Was versprechen Sie sich von diesem Thema und glauben Sie, dass es im Wahlkampf ziehen wird? Wir haben auch dieses Thema, wie eigentlich alle bei uns, nicht auf den Wahlkampf ausgerichtet. Da lege ich schon einen gewissen Wert darauf. Das Thema EU-Austritt war zwingend aus meiner Sicht. Es hat einen langen Vorlauf in der AfD, eigentlich schon seit der Gründung. Es war immer wieder, es war nie weg, es war immer da. Und es gibt speziell jetzt in den letzten 18 Monaten durch die unsägliche Kompetenzanmaßung und vor allem die Verschuldungskapazität der EU, die ein völlig anderes Gebilde aus der EU macht, eigentlich überhaupt keine Alternative mehr dazu. Und deshalb haben am Ende Gegenargumente, die es tatsächlich gab, haben nicht schwer genug gewogen, um die Pro-Argumente auszugleichen. Also ich kann da auch noch näher drauf eingehen. Ganz genau, Alexander Gauland hat ja gesagt, man muss vorsichtig sein, dass das nicht als Sonderweg der Partner interpretiert wird. Haben Sie nicht Sorge, dass Sie da auch die europäischen Partner vom Kopf stoßen mit so einer Forderung? Ach, das war mal kurz im Gespräch, aber noch nicht einmal unsere sogenannten rechten Partner in der EU sehen das inzwischen noch so. Also es ist unvermeidlich. Man muss aber wirklich sehen, dass Europa nicht die EU ist. Das ist kein Votum gegen Europa. Das ist auch irgendwo lächerlich. Wie sollen wir denn gegen einen Kontinent, den man liebt und in dem man lebt, sein? Die EU ist ein Kunstgebilde. Und sie war es immer. Alle Sorgen der 90er Jahre, als die EU und der Euro eingeführt wurden in dieser Form, haben sich übererfüllt. Mehr als das. Ich mache das seit 25 Jahren. Und der Euro-Austritt ist schon seit 6 Jahren Programm der AfD. Und jetzt geht es eben tatsächlich noch einen Vorschlag. Es ist ja erstmal nur ein Parteiprogrammvorschlag, auch aus der EU auszutreten zugunsten der EWG. Im Rahmen der EWG war alles verwirklicht, was positiv ist von der europäischen Gemeinschaft. Das war 1990 bereits verwirklicht, alles, die Personenfreizügigkeit in Europa und eben auch die Zollfreiheit. Diese zwei Dinge sind das Wichtigste, dazu stehen wir auch, sind wir völlig dabei, ist wichtig. Freihandel ist auch wichtig für die AfD, aber die EU braucht es dafür nicht. Das ist alles eine EWG-Errungenschaft und dahin wollen wir zurück. Sie sprechen von Ihren europäischen Partnern. Kann man denn da wirklich noch von Partnern sprechen? Denn es scheint, die AfD ist nicht nur im Bundestag zunehmend isoliert, sondern auch auf EU-Ebene. Es gab jetzt die Erklärung zur Zukunft Europas von 16 Parteien, von EU-Gegnern, von Marine Le Pen bis zu Viktor Orban. Und die AfD wurde nicht mal gefragt, mit zu unterzeichnen. Warum waren Sie da nicht gefragt worden? Warum wir nicht gefragt wurden, ist eine gute Frage, denn diese Frage kam schon vor unserem Beschluss zum Austritt aus der EU und sie kam in der Tat nicht oder zumindest für mich nicht nachvollziehbar oder nicht laut genug bei der AfD in Brüssel an. Wenn das so ist, dann ist das bedauerlich, hat vielfältige Gründe, aber am Ende ist das auch noch kein Fraktionsvertrag. Es geht ja in Brüssel darum, Anfang 2022 eine neue Fraktion zu zimmern, vielleicht auch nicht. Es kann auch bei den bestehenden Fraktionen bleiben. Das ist jetzt ein abendfüllendes Thema und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber im Moment ist das noch nicht schlimm. Die verhandeln jetzt noch 6 Monate und ich glaube persönlich nicht, dass der Dexit-Beschluss eine allzu große Rolle spielt. Die anderen Partner verstehen das bestens. Ich gebe aber auch zu, dass die sogenannten Partner, auch die rechten Partner der anderen europäischen Länder, natürlich andere Interessenlagen haben. Denn letzten Endes ist es deutsches Geld, das hier ganz Europa finanziert. Und insofern sind die Interessenlagen ein bisschen unterschiedlich. Jörg Meuthen hat ganz klar gesagt, dass es seiner Meinung nach zum Beispiel die Ungarn waren, die Vorbehalte hatten, weil eben Deutschland aus der EU austreten möchte, wenn es nach dem Sinn der AfD geht. Wie gesagt, die Nichtanfrage der anderen inklusive Orban war vor dem Dresdner Beschluss zeitlich. Insofern hat das keine Rolle gespielt. Das konnte ja keiner wissen. Angeblich wusste es ja nicht mal der Bundesvorstand, was aber nicht stimmt. Es war kein überraschender Beschluss. Also es hat andere Gründe und es ist noch nicht aller Tage Abend. Ich bin da relativ entspannt an dieser Frage. Und auch diese Argumente, die Sie gerade genannt haben, wurden vorgetragen und haben nicht ausgereicht, um unsere Skepsis gegenüber der EU wirklich auszuwiegen. Wobei man ja sagen muss, dass es mit 58-prozentiger Mehrheit nur auch beschlossen wurde. Aber was, Herr Böhringer, versprechen Sie denn sich von einem EU-Austritt Deutschlands? Wollen Sie die Handelsstreitigkeiten mit China und den USA, soll Deutschland das dann selber vereinbaren, gerade wir als Exportnation? Deutschland war Exportweltmeister von 1960 bis 1999 bis zur Euro-Einführung. Es hat all den Euro und die EU nicht gebraucht, um Exportweltmeister zu sein. Das war immer richtig. Inzwischen sind die Nachteile, vor allem die Kosten der EU, so unfassbar hoch. Alleine das sogenannte Corona-Programm mit 800 Milliarden, für das Deutschland im theoretischen Maximalfall alleine haftet. Muss man sich vorstellen, 800 Milliarden Euro und dann auch noch hinzu gigantische Summen der Europäischen Zentralbank. Aber ich rede ja von Handelsfragen jetzt. Aber die
mit China zum Beispiel? Soll Deutschland dann sich alleine hinstellen und das aushandeln? So wie wir das jahrzehntelang vorher auch gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass die EU irgendwelche Erfolge hätte im Zusammenhang mit China. Da gibt es ja nicht die geringsten Erfolge. Also warum sollten wir irgendwie darauf warten, dass die EU Erfolg hat? Ob wir es nun selbst richten könnten oder nicht, ist egal. Wir waren auf Augenhöhe mit China vor der EU. Und das ist der entscheidende Punkt. Die EU hat an dieser Stelle nichts vorangebracht. Sie haben Corona gerade schon angesprochen, Herr Böhringer. Die AfD fürchtet da ja eine Totalüberwachung, zum Beispiel durch den digitalen Impfpass. Nun wird ja Corona weltweit scharf bekämpft, nicht zuletzt durch die USA, durch China. Würden Sie dann sagen, die anderen Nationen, die wissen das einfach nicht besser und die AfD weiß als Einzige, wie man mit Corona umzugehen hat? So haben wir das nie formuliert. Wir weisen nur auf die Widersprüche hin, die es in der Tat tatsächlich auch weltweit gibt. Was haben die so nicht formuliert? Das mit dem digitalen Impfpass haben Sie so formuliert? Wir haben nicht formuliert, dass die AfD, das war Ihre Formulierung gerade, alleine der Weisheit letzter Schluss hat. Wir weisen auf die Widersprüche hin, die die gesamte Corona-Politik bringt und inzwischen Eingang in die Massenmedien gefunden hat. Das möchte ich auch mal sagen. Alles das, was inzwischen in der Bild-Zeitung steht, allerdings erst seit Neuestem, keine Übersterblichkeit in 2020 oder Bild entlarvt die 20... schlimmsten Corona-Angstmacher der letzten Zeit. Alles Schlagzeilen der letzten Tage. Warum stoppt niemand die Corona-Willkür in Deutschland? Inzwischen steht es in der Bild-Zeitung. Jeden Satz, praktisch alles. Was haben, in der Bild-Zeitung wir, steht, sehen Sie haben, also als absolute Wahrheit. Das haben wir normalerweise nicht getan. Die Bild-Zeitung, und das ist auch der Vorwurf an Sie und übrigens auch an andere Medien, durchaus auch teilweise an alternative Medien, ist, dass all das, obwohl es trivial ist und auf der Hand liegt, dass diese Impfung in dieser Form nicht die Lösung sein kann, 15 Monate nicht berichtet wird. Es wurde all das nicht berichtet. Und inzwischen steht es in der Bild-Zeitung, die ganzen Widersprüche sind nicht von uns, sie sind offengelegt inzwischen. Und es ist wirklich Hybris, wenn Herr Söder zum Beispiel sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt alle Kinder impfen, woher das Chance-Risiko-Impfung bei den Kindern absurd ist bei der Impfung. Sie haben ein gewisses Risiko bei der Impfung, ich will nicht sagen, dass es sonderlich hoch ist, aber das Krankheitsrisiko bei Kindern ist nahe null. Und allein schon deshalb impft man Kinder nicht. Man macht es einfach nicht. Und es gibt auch keine moralische Argumente, dass die Ungeimpften eine Gefahr für die Geimpften darstellen. Wenn das so wäre, dann würde die Impfung ja nicht helfen. Warum sollte ein Ungeimpfter eine Gefahr für einen Geimpften darstellen, wenn es denn alles wahr ist und wenn das alles die Lösung ist? Und ja, Sie haben recht, das ist ein internationales Problem. Da gibt es internationale gleichen Widersprüche, das sage ich immer. Und das ist ein ökonomisches Argument. Über Corona wurden weltweit, und ich bin ja Ökonom, ich habe mir das mal angeschaut, 15.000 Milliarden Euro generiert. Aus dem Nichts über die Zentralbanken, über Verschuldung. Die EU alleine ist mit 2,5 Billionen dabei, die es ohne Corona nicht gegeben hätte. Dieses Geld wäre einfach nicht da. Und das finden die Mächtigen, egal welcher Couleur, weltweit ziemlich attraktiv. Und deshalb ist leider ein gewisser Anreiz da, für weltweit, für fast alle Corona irgendwie für die Pest zu erklären. Ein Umfragen zufolge, und darüber berichtet im Übrigen auch die Bild-Zeitung, ist, dass die AfD im Abwind ist, verglichen zu den vergangenen Wahlergebnissen. Liegt das vielleicht auch daran, dass ihre Hauptthemen, wie zum Beispiel Islam und Zuwanderung aus dem Ausland, momentan eben nicht so von Interesse sind? Und bräuchten Sie dann nicht eigentlich noch so Ihr zündendes Thema für den Wahlkampf? Ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir schielen nicht nur auf Wahlmehrheiten. Wir bekommen sowieso keine Machtoptionen. Die anderen lassen uns ja außen vor. Das ist ja völlig klar, egal ob wir 8 oder 18% am Ende in der Bundestagswahl bekommen. Es ist kein Selbstzweck. Wir versuchen, die Wahrheiten zu generieren. Das Parteimotto von Anfang an ist Mut zur Wahrheit. Und das ist auch mir persönlich wichtiger als irgendwelche Wählerstimmen. Insofern, wir warten jetzt mal ab, was im September rauskommt. Aber ja, es kann sein, dass ein bisschen weniger rauskommt. Und dann ist es uns eben nicht gelungen, muss ich jetzt auch mal wirklich klar sagen, weil wir an diesen Stellen auch ausgeblendet werden und Ausnahme hier einmal nicht zu Wort kommen, die Themen rüberzubringen. Ich würde mir ja wünschen für Deutschland, dass die Themen wirklich weg wären. Sie sind es aber nicht. In der Türkei bahnt sich gerade aus Afghanistan kommend die nächste Flüchtlingswelle an. Da ist übrigens der Westen und auch Deutschland nicht ganz unschuldig. Wir waren 20 Jahre, davon 5 Jahre gegen unsere Stimmen im Bundestag, in Afghanistan mit der Bundeswehr. Es war sicher schon seit 20 Jahren, dass diese Mission ein fataler Misserfolg werden würde. Es ist jetzt so gekommen und ja, jetzt haben wir die Flüchtlingsströme wieder da. Also solche Dinge haben lange Vorläufe, teilweise lange vor AfD-Gründung. Das gilt für Euro, für EU, für Islamisierung, für Zuwanderung und für viele andere Dinge. Und ja, man kann uns den Vorwurf machen, dass wir da zu spät kommen und nicht ausreichend rüberkommen. Deshalb, wenn Sie aber in Ihre eigene Partei schauen, Herr Böhringer, können Sie sich da vielleicht auch den Vorwurf der Zerstrittenheit machen? Als die AfD in den Bundestag gewählt wurden, gab es 94 AfD-Abgeordnete, jetzt sind es nur noch 86, weil so viele ausgetreten sind. Und wir sehen das in vielen Landesparlamenten. Warum ist das so?
Gut, zwei sind uns ja direkt am Tag nach der letzten Bundestagswahl 2017 abhanden gekommen, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen überhaupt reingewählt worden. Zwei würden sogar gerne wieder zurück, wie ich Ihnen sagen kann. Das war eher ein Missverständnis. Und die anderen, ja gut, also ich will nicht verhehlen, dass wir intern verschiedene Positionen haben. Allerdings, ehrlich gesagt, sind es am Ende Machtkämpfe, die es in allen Parteien gibt. Und es sind auch stilistische Differenzen. Nur andere Parteien verlieren in Umfragen nicht wegen dieser Machtkämpfe. Naja gut, sie verlieren schon auch mal Abgeordnete. Es gibt noch andere fraktionslose Abgeordnete im Bundestag, die natürlich im Rahmen einer Partei gewählt wurden. Also so alleine sind wir da auch nicht. Das kommt vor und wird jetzt ja auch repariert bei der nächsten Bundestagswahl. Und dann sind wir wieder komplett. Also das ist unvermeidlich. Aber ja, stilistische Unterschiede gibt es. Inhaltliche gibt es ein paar. Aber ich bin da relativ entspannt. Am Ende sind es stilistische Unterschiede, die uns tatsächlich trennen. Die AfD bestreitet zwar den Klimawandel nicht, bezweifelt aber, dass er nur negative Folgen hat. Sie fordern die Kündigung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Glauben Sie, dass Sie mit so einem Thema, mit so einer Forderung Wahlen gewinnen können, gerade wenn wir jetzt die Flutkatastrophe anschauen, wenn wir schauen, was in Europa im Süden passiert mit den Feuern? Ich gebe Ihnen zunächst mal die gleiche Antwort wie eben schon. Wir schielen nicht nur auf Wählerstimmen. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Und 2009 schon bei der Kopenhagener Klimakonferenz, als letzten Endes das heutige Narrativ erfunden wurde, dass CO2 ja irgendwie ein Gift sei und ganz fürchterlich sei, war das eigentlich kein wissenschaftlicher Konsens. Inzwischen wurde der mit sehr vielen verschiedenen Mitteln international herbeigeführt. Es ist trotzdem kein Konsens. Es gibt Zehntausende von Wissenschaftlern, die das anders sehen. Aber selbst wenn man das nicht so sehen würde, wenn man also wirklich glaubt, die ganzen Pariser Klimamodelle und auch die anderen, dann ist es so, dass Deutschland schlichtweg mit 2% Ausstoß am weltweiten CO2 keinerlei Chance hätte, selbst wenn wir uns abschaffen hier komplett die Produktion und sogar uns selbst, irgendetwas am Weltklima zu ändern. Und deshalb sage ich schon, es ist deswegen gar nichts tun. Es ist wiederum ja am Ende des Tages, solange die anderen, die großen Kohleförderer, das sind Russland, China, Indien, Australien, USA, die 70% der Kohleemissionen verursachen, solange die praktisch alle nicht mitmachen beim Pariser Klimaabkommen, mit Ausnahme vielleicht der USA, demnächst wieder, aber im Moment auch nicht, solange ist es nicht an Deutschland hier Vorbild zu spielen. Also im deutschen Wesen muss hier nicht wieder mal die Welt genesen. Was ist hier passiert? Nach dem ersten Betrachten dachte ich, okay, das ist eigentlich ein ganz faires Interview. Die AfD hatte Gelegenheit, sich zu den Sachthemen zu äußern. Es ging nicht einmal die Hälfte, es ging sogar gar nicht um Rechtsextremismus. Wenn man aber genauer hinguckt, dann fallen einem die Fragen auf. Sat.1 ist mir bisher nicht so als Nachrichtensender bekannt. Die Mehrheit der Aktionäre ist unterschiedlich. Die noch relativ junge Moderatorin hat aber bereits bei Welt und bei N24 gearbeitet. Und das merkt man. Es ist schon traurig zu sehen, wie man noch so jung sein kann und wie man so, ja, wie soll man sagen, so bösartig ist. Schauen wir uns die Fragen einmal genau an. Das Thema Deutschland soll aus der EU austreten. Sie sind ja recht stolz drauf. Das haben Sie ins Wahlprogramm bekommen auf dem Parteitag in Dresden gegen den ausdrücklichen Rat Ihres Parteichefs Jörg Meuthen. Was versprechen Sie sich von diesem Thema und glauben Sie, dass es im Wahlkampf ziehen wird? Was versprechen Sie sich von dem Thema und glauben Sie, dass es im Wahlkampf ziehen wird? Die Moderatorin suggeriert hier, der AfD würde es allein um Wählerstimmen gehen. Es würde nur darum gehen, ein Thema so zu setzen, dass alle Leute es gut finden. Das heißt, sie setzt so ganz klar den Populismus-Frame. Es ist aber natürlich selbstverständlich, dass man eine Position deshalb vertritt, weil man sie überzeugend findet. Und genau das sagt Böhringer zum Glück auch öfters in der Sendung. Er stellt klar, dass die AfD auch mal gern auf Wählerstimmen verzichtet, sie aber das Thema so und so richtig findet. Und dass sie deshalb es so beschlossen haben, weil sie der Meinung, dass es richtig ist und nicht, weil sie maximale Wählerstimmen bekommen wollen. Die AfD ist die einzige Partei, die den Mediennarrativen ständig widerspricht, sei es Klima, Corona oder was auch immer. Das weiß diese Moderatorin auch ganz genau, das heißt, sie täuscht. Es geht dann weiter um die EU. Die Moderatorin stellt down in den Mittelpunkt, dass die AfD ja ganz allein ist, dass niemand mit ihr reden wolle. Das kann natürlich Zufall sein, aber ich vermute mal im Kontext des ganzen Interviews, dass es kein Zufall ist. Es ist immer negativ konnotiert, allein zu sein. Wenn man allein ist, dann ist man der Verlierer. Wenn man Gesellschaft hat, dann hat man einen hohen Status. Das heißt, allein sein bedeutet Schwäche, wenn alle einen mögen, bedeutet Stärke. Das heißt, wenn man jetzt sagt, du bist allein, mit dir will niemand was zu tun haben, dann sagt man in Wahrheit, oder dann drückt man aus, du bist schwach.
Handelsfragen jetzt mit China zum Beispiel. Soll Deutschland dann sich alleine hinstellen und das aushandeln? So wie wir das jahrzehntelang vorher auch gemacht haben. Es ist ja nicht so, dass die EU irgendwelche Erfolge hätte im Zusammenhang mit China. Da gibt es ja nicht die geringsten Erfolge. Sie fragt dann weiter in so etwas höhnischem Tonfall, ja, wollen Sie das dann allein verhandeln? Und so mit dem Tonfall, ja, das ist ja total bescheuert. Wie kann man denn auf so eine Idee kommen? Es gibt aber natürlich zahlreiche Länder, beispielsweise Norwegen oder ganz viele andere Länder, die verhandeln seit jeher alles allein. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass Norwegen deswegen fahrend ist. Ganz im Gegenteil. Das liegt natürlich am Öl bei Norwegen, aber Norwegen konnte seine Position, jedenfalls, ich weiß nichts anderes, konnte sie immer vertreten. Mir ist nicht bekannt, dass Länder Probleme bekommen haben. Wenn das so wäre, hätte die Moderatorin ein Beispiel benennen können. Wir weisen auf die Widersprüche hin, die die gesamte Corona-Politik bringt und inzwischen Eingang in die Massenmedien gefunden hat. Das möchte ich auch mal sagen. Alles das, was inzwischen in der Bild-Zeitung steht, allerdings erst seit Neuestem, keine Übersterblichkeit in 2020 oder Bild entlarvt die 20 schlimmsten Corona-Angstmacher der letzten Zeit. Alles Schlagzeilen der letzten Tage. Warum stoppt niemand die Corona-Willkür in Deutschland? Inzwischen steht es in der Bild-Zeitung. Jeden Satz, praktisch alles. Was haben, in der Bild-Zeitung steht, sehen Sie also als absolute Wahrheit. Das haben wir noch. Die Moderatorin macht dann genauso weiter. Peter Böhringer verdeutlicht mit Beispielen der Bild, dass die Bild jetzt etwas erzählt, was sie in der Vergangenheit nicht erzählt hat. Und macht damit dem Zuschauer offensichtlich, dass mit der Medienlandschaft etwas nicht stimmt. Die Moderatorin tut dann so, wiegelt das so ab, ja, sie glauben ja alles, was in der Bild steht. Und tut das so läppisch ab. Das heißt, sie verspottet das einfach und möchte dem Zuschauer suggerieren, ja, das ist ja unwichtig, das ist ja gar nicht wichtig. Sie weiß natürlich ganz genau, was Sache ist. Und dass die Medienlandschaft, wie sie kollektiv schweigen, wie sie Themen ausschweigen und Themen bringen. Das ist für sie vollkommen klar. Würden Sie dann sagen, die anderen Nationen, die wissen das einfach nicht besser und die AfD weiß als einzige, wie man mit Corona umzugehen hat? So haben wir das nie formuliert. Wir weisen nur auf die Widersprüche hin, die es in der Tat tatsächlich auch weltweit gibt. Was haben die so nicht formuliert? Das mit dem digitalen Impfpass haben Sie so formuliert? Sie sagt auf eine Antwort von Böhringer, die AfD würde behaupten, sie wüssten als Einzige, mit Corona umzugehen sei. Das heißt, sie möchte jetzt diese Position ebenfalls verspotten. Als Peter Böhringer sagt, so hätte das die AfD nicht formuliert, sagt sie, sie hätten das doch so formuliert. Ein Umfragen zufolge, und darüber berichtet im Übrigen auch die Bild-Zeitung, ist, dass die AfD im Abwind ist, verglichen zu den vergangenen Wahlergebnissen. Liegt das vielleicht auch daran, dass ihre Hauptthemen, wie zum Beispiel Islam und Zuwanderung aus dem Ausland, momentan eben nicht so von Interesse sind? Und bräuchten sie dann nicht eigentlich noch so ihr zündendes Thema für den Wahlkampf? In einer weiteren Frage behauptet die Journalistin, die AfD hätte kein zündendes Thema mehr. Das liegt aber natürlich vor allen Dingen daran, dass die Migration von Medien einfach nie mehr thematisiert wird. Obwohl das Problem weiterhin besteht, der unkontrollierten Massenmigration. Es wird einfach ausgeschwiegen. Genauso werden beim Klima eben die entsprechenden Narrative gesetzt. Das weiß auch die Journalistin ganz genau. Es geht dann weiter mit dem Klima. Auch hier ist die Formulierung der Frage extrem auffällig. Die AfD bestreitet zwar den Klimawandel nicht, bezweifelt aber, dass er nur negative Folgen hat. Sie fordern die Kündigung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Glauben Sie, dass Sie mit so einem Thema, mit so einer Forderung Wahlen gewinnen können, gerade wenn wir jetzt die Flutkatastrophe anschauen, wenn wir schauen, was in Europa im Süden passiert mit den Feuern? Ich gebe Ihnen zunächst mal die gleiche Antwort wie eben schon. Wir schielen nicht nur auf Wählerstimmen. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Sie sagt wortwörtlich, die AfD bestreitet zwar den Klimawandel nicht, was heißt zwar, als ob das überhaupt irgendjemand tut und als ob das die AfD tun würde. Das heißt, es ist ein reines Fantasieprodukt. Mir ist niemand bekannt, der einen Klimawandel bestritten hat, jemals. Sondern es ging immer um den Treibhauseffekt. Dass jemand den Klimawandel bestreitet, war schon immer ein Strohmann, um Kritiker zu diffamieren. Und das weiß auch diese Moderatorin ganz genau. Was hätte Peter Böhringer noch besser machen können? Aus meiner Sicht hat Peter Böhringer sehr aufklärend geantwortet, was sehr gut und wichtig ist. Aber er hätte noch konkreter werden können. Es ist so, dass wenn man jemanden überzeugen will, ist es nur möglich, wenn man die Punkte dem Zuschauer vermittelt, die selbst zu der eigenen Überzeugung geführt haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt der Meinung und dann kann ich das tausendmal sagen, es würde den anderen nicht überzeugen. Die Punkte, die einen selbst überzeugen, sie muss man darlegen. Das ist eigentlich auch eine ganz wichtige didaktische Aufgabe, sich in die Leute reinzuversetzen, was sie nicht wissen. Und das, was sie nicht wissen, das muss man ihnen vermitteln. Auch, dass sie selber weiter recherchieren können. Niemand wird seine Meinung ändern, weil ich jetzt sage, ich bin der Meinung.
Natürlich dann, wenn die Leute mich besonders toll finden. Aber darauf kann die AfD nicht besonders bauen, weil sie ausschließlich negativ dargestellt wird. Das heißt, sie kann nur argumentativ überzeugen. Und das bedeutet, dass man konkret wird. Das heißt, dass man jetzt beim Klimathema die ganzen Dinge auflistet. Climate Gate, die Modellrechnungen, das, was ich ja hier ständig bringe, oder die Widerlegung der Treibhauseffekte von Gerlich. Diese ganzen Hinweise. Wir selber können es ja nicht wissen. Ich kann nicht wissen, ob es einen Treibhauseffekt gibt oder nicht. Ich kann nur die Informationen auswerten, die ich bekomme, und dadurch eine Meinung bilden. Bei Corona ist es das Gleiche. Er muss die ganzen Argumente transportieren, die ihn zu seiner Meinung gebracht haben, die die AfD zu ihrer Meinung gebracht hat, die Positionen zu vertreten, wie sie vertreten, um die Leute zu überzeugen. Beispielsweise diese ganzen Studien über 30 Jahre zu Masken. Das hat mich auch stark überzeugt. Zu einer kritischen Haltung. Die WHO-Studie von Ioannidis, die Studie zum Lockdown von Ioannidis. Diese wichtigen Studien. Die meisten Leute kennen sie überhaupt nicht. Wenn Böhringer sie nennt, können die Leute nachrecherchieren und dann werden sie sich ihre Meinung entsprechend bilden. Das Problem ist ja nicht, dass es die Informationen im Internet nicht gibt, sondern dass sie nicht gefunden werden. Dass, wenn ich jetzt Google News eingebe, dann eben nur bestimmte Informationen kommen. Die Aufgabe der AfD, überhaupt von Oppositionellen, ist es, den Leuten die Informationen, die relevanten Informationen nahezubringen, die die Medien verschweigen. Aber natürlich, wie gesagt, wie immer, im Nachhinein kann man immer alles kritisieren, man kann immer alles noch besser erläutern, noch viel besser machen. Aber Peter Böhringer, es war schon ausgezeichnet aus meiner Sicht, dass er die Bild-Zeitung, diese Ausschnitte mitgebracht hat und den Leuten eben gezeigt hat, hier, Bild berichtet es jetzt, letztes Jahr wurde es nicht berichtet. Und er hat auch in vielen Bereichen aufgeklärt. Und da haben dann die ganzen Fragen von dieser Moderatorin nichts genutzt, dass Peter Böhringer wahrscheinlich viele Zuschauer überzeugen konnte. Wahrscheinlich bemerken die Moderatoren, bemerken jetzt, so auf diese Weise, so werden sie der AfD nicht her. Man kann gespannt sein, wie das weitergeht. Sie sind in der Zwickmühle. Wenn sie keine Interviews mit der AfD führen, dann machen sie sich verdächtig, aber wenn sie sie führen, haben sie auch ein Problem. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Und welche Stellen ihr noch entdeckt habt, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Macht's gut!